Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 13 Lightning Returns. Und wir sind hier in den Jagdwäldern, genau Punkt 19 Uhr. Und wie wir sehen, sind hier schon einige Mogwis. Und wir gehen jetzt sofort ins Dorf. Aber jetzt, da der Chocobo ein bisschen fliegen kann, gehen wir mal kurz hier drauf. App. Blitzschutzkrause, okay. Das hört sich an, als wäre das hier ein Bosskampf. Was ist denn jetzt los? Für mich sieht es aber nicht nach einem Bosskampf aus. Oder ist das der Megapilz? Der Megelsch. Der Megaschleimegel. Der Schneckennektar. Hm, lecker. Wow, hallo Mogwi. Ich speichere vorher nochmal ab. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Oh, ey. Das kann ich nicht mit dem sprechen wegen diesem Scheißviech. Ich will mit dir reden. The blue vines move aside only. The red vines part only during the night. The red vines in a village. Now make sure you. Sehr nett von euch. Whoop. Kapau. 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 Oh, was ist denn heute los, ey? Oh, hier sind wir im Dorf. Schön, schön. Oh, da sehe ich auch schon eine Mission. Die nehme ich auch gern an. Wie komme ich denn hier drauf? Wahrscheinlich auch mit einem Schokobo. Nachtpilz. Oh. Ein Krimpilz. Oha. Was das auch immer sein mag. Oh. Kamera, spielt keine Streiche mit mir. Mogwi-Staub, jawohl. Das brauchen wir für die Mission. Ja, geil. Erstmal reden wir hier mit dem. Ein gepflügeltes Feld. Ich will aber erst... So kann man nur mit dem Ersten sprechen. Na gut. Are you busy? Very busy, Popo. Popo, Popo. Oh nö. Süß, diese Kleinen. Hey, hey, easy there. Oh, Sylvia, we've been waiting for you. Deep in the forest, I stumbled onto a small village. The last home of the Mughals. I was just in time. Their peaceful lives were about to be shattered by a terrible menace. You mean them? Yes, Kubo. Terrible beast they are. You must find us for Mughals, Kubo. Ow, ow. Now, wow. They know where you live. Now, wow. Okay, dann erledigen wir das mal. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Kubo. Hey. Oh Mann, auch wenn die ein bisschen zu stark für uns sind. Brrr. Let's start a stampede. Weil die immer ihre scheiß Freunde rufen. Wie geht nochmal die, vergesst es jedes Mal so. Schwäche, Feuer und schon wieder nicht ausgerüstet. Das mache ich aber nach dem Kampf. Der Chocobo weiß, was zu tun ist. Er ballert da das Feuer drauf. Solange er sich nicht vermehrt, ist alles cool, ey. Aber sobald er seine Freunde da ruft, haben wir ein Problem. So, und jetzt instant mal... Instant Feuer ausrüsten.
Baumsporen. So, zack. Machen wir das mal ganz schnell. Wie gesagt, im letzten Let's Play, in der letzten Folge habe ich das schon gesagt. Machen wir das mit der Göttlichkeit. Was mich wundert, dass sie immer nur 3 Felder haben. Warum kann es nicht eigentlich 4 Felder haben? Da brauchen wir den Krafttrieb für. Hier blocken wir eigentlich gut und gerne mal. Puh. Angriffszauber, der ist ja hier schon mehr auf Spell ausgelegt. Na komm, ich würde sagen, nehmen wir hier den Angriff weg. Ja komm, scheiß drauf. Nehmen wir den Angriff hier weg, wenn das geht. Ah nee, das ist eine Ach guck mal, auf A kann man doch noch was setzen. Ja guck mal an. Hab mich schon gewundert. Ich habe doch vorhin sogar ein gelbes Feuer gefunden. Müsste das nicht ein bisschen stärker sein dann sogar? Eisblitz, Feuer, Feuer. Boah, wir haben schon einiges. Da haben wir Feuerstufe 1 in gelb. Babam. Nice. Nice. Haben die anderen auch was auf A? Tatsache. Ja, warum sagt man das keiner, dass wir da auch noch Plätze haben? Dann kann ich mal nachher ein bisschen reinschauen. Dann auch so D-Protest-Sachen und sowas reinpacken. Natürlich wäre Feurer oder sowas noch besser hierfür. Oh nein, jetzt sind das so viele auch nicht. Feuer! Feuer frei! Oh Mann, er will einfach nicht. Doch, jetzt will er. Vielleicht sollten wir auf die anderen auch noch Feuer draufpacken. Boah, was? Stirb! Stirb! Okay, das sieht nicht. Der heilt sich da komplett wieder da auf. Boah, das meine ich. Das ist übertrieben nervig. Und das sind noch 4 Stück, ey. Feuer! 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 Ausweinen! Bam! Tschüss! Okay, das klappt gerade ganz gut. Sind doch ein bisschen stärker geworden, hättet ihr nicht gedacht. Ich meine, wir hatten noch arge Probleme gegen die. Vor allem, weil die auch so lange dauern. Oh Mann, die ist auch nicht. Aero. Ist nervig. Das blockt immer die Attacken ab. Schokobo rastet aus. Komm, wir müssen die Mogwis retten und beschützen. Wenigstens lässt er sich so schneller schocken. Das ist ja schon mal was. Naja, ich habe gerade gesagt, lässt sich wenigstens schneller schocken. Ups. Jetzt will er aber auch nicht mehr. Ah, kommen da noch welche? Boah, die geben fast ein EP wieder, ey. Wenn es so viele sind. Boah, da sind noch mehr. Oh Mann, das war noch nicht alles. Speichern. Kampfgarnituren. Er hat jetzt nicht so viel Magie, aber hier haben wir noch Magie, dann machen wir das hier auch. Rangsoldat. Ach, wir haben noch mittlerweile einiges. Einfach mal ausrüsten. Wir haben einiges gefunden. Ich habe lange nicht mal nachgeguckt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Haben wir noch ein gelbes Feuer, ey? Das wäre ja mächtig. Elektroschlag. Haben wir oder einen Feuerschlag oder so. Ein Feuerschlag wäre auf der Garnitur gar nicht mal so verkehrt, aber haben wir leider nicht. Egal, aber noch ein gelbes Feuer. Zack.
Ach, guck mal. Guck mal an. Blutprotest. Komm, einfach mal ausrüsten. Kann ja nicht schaden. Haben oder nicht haben. Und nächste Kampf. Feuer! Jetzt müsste er wenigstens sofort zum Schocken sein. Eigentlich. Jetzt können wir nur nicht mehr ausweichen, aber das ist egal. Tschüss. Ja, das ist gut. So finde ich das sehr gut. Und jetzt wieder Feuer. Dann geht das auch um einiges schneller. Oh nein, jetzt beschwört der Penner. Genau das wollte ich vermeiden, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann. Genau darum hasse ich diese Viecher, ey. Kosten so viel Zeit. Aber der ist auch erledigt. Jetzt nur noch der. Hopp. Go, go. Der ist fast geschockt. Und tschüss. Bam. Oh. Ja, so bin ich nun mal. Denn die freuen sich schon richtig. Die Moogles. Ich finde, da muss man sagen, auf Deutsch hört sich besser an. Finde ich Mogwees anstatt Moogles. Moogles. Mogwees. Oder Hauptblick. Verneiget euch. Verneiget euch. Bam, 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 bam. You can't really be. You're still alive? Mog, it really is you, isn't it? Lightning? What? Hey, come back! The village of Polta lies in the rocky foothills near the temple. Bleib hier, Mog! Mog! Das ist nämlich der aus dem zweiten Mog, Teil. It is you, isn't it? Who's Mog, Koopo? What are you playing at? Is it that terrible having to see me again? No, Koopo, I swear! Then turn around. Mog. Mog does not deserve to look Lightning in the eye, Koopo. Oh. Because Mog couldn't protect Sarah, Koopo. And so? Mog. Koopo? I'm glad you're all right. I was worried about you. I know what you're feeling. You've shed a lot of tears for Sarah, haven't you? Koopo. But blaming yourself for what happened is just gonna make her sad. You know that. Sarah's gone, Koopo. Gone forever. Her soul is still out there. And huh? I promise you, I'm going to bring her back. Really, Koopo? Really. So listen, I need a very important favor from you. There's a chance that I won't be around to meet her when she returns. I'm gonna try not to let that happen. But if it does, I want you to be there instead. She'll need someone she knows and loves waiting for her. Ich find's lustig. That's more like the old Mog. Don't give up. Things are going to get better. Kleine Mog, Mogmächtig. Mission abgeschlossen, das heißt eine Seele für uns. Mogri Fragment und Mogri als Accessoire. Boah, was? Heilgegenstände Kapazität. Boah, war ja richtig cool, dass wir hier reingegangen sind. Ja, geile Sache. Oh, ja. Das hätte sich doch wieder gelohnt. Wenn ich das sehe, schlägt mein Herz immer wieder höher. Das ist geil. Heilgegenstände, Kapazität +1, Magie +7, Angriffskraft +7. Und der TP-Wert auch nochmal erhöht.
Ich glaube, hier gibt es sogar noch eine Mission, die zwar jetzt nicht... Morgwin. Morgwin. Gibt es hier nicht noch eine Mission? Mog? So tell me, what have you been doing with yourself these last 500 years? Have you been in the village this whole time? Oh no, Kubo. I was swept up in the chaos, Kubo. I was carried hither and thither until I found myself in the void beyond. I wandered there, and one by one I met my friends, Kubo. Our world was a terrible mess, and we didn't know where to go, Kubo. Right. When the chaos flooded in, you Moogles lost your homes, just like so much of humankind. That's right, Kubo. We were so blue, we didn't know what to do. We roamed around for a spell, over the desert and dale, until one day we found this forest. That's when I said to my friends, let's build a new home here. And that's what we did. All the Moogles together, Kubo. Building a new home to replace the one that was lost. That reminds me of something from a long time ago. Kubo, Kubo! Was ist denn dieses Katzengeräusch? Sarah told me all about what they did, Kubo. Sarah and Snow and their friends. But they found a new place. And together, they built a home even better than the old one. They were my Zin. Before I knew it, I became the chief of... I'm not surprised. You've had a lot of adventures and fought bravely in many battles. Of course they turned to you. You're a natural born... Lightning! Lightning! You mustn't say that, Kubo. If you keep praising me so much... Ich muss ja kurz was erwähnen, aber die Zeit darf ja nicht davon laufen. Ich glaube, ich weiß, warum das so chillige Zeitgenossen sind. Hier sind überall Pilze. Ich weiß, ich will, die leuchten. Ich will nicht wissen, was die sich alles reinpfeifen. Mal ganz ehrlich. Ey, aufsitzen, aufsitzen. Aber ich dachte eigentlich, dass es hier noch eine Quest gibt. Willkommen. Ach, hier kann man was kaufen. Aha. Oh, wir haben 23.000 Gil. Ich glaube, da schlage ich einfach mal zu. Ach, eine Sarah-Maske. Ein Retro-Look. Alle gekauft. Dann spreche ich doch alle an. Vielleicht sind hier ja noch mehr Lehen. Oder zumindest mit denen, die ich sprechen kann. Ah, da hinten ist eine Quest. Gemüsesamen. Ui, wie nett. Aha, hier kann man auch nochmal Sachen einpflanzen. Aber gibt es noch einen Platz zum Einpflanzen? Die sind ja echt üppig. Nein, nicht üppig. Ups. Nein! Verdammte Axt! Oh. Erstmal die EP hier, die wir haben. Erstmal speichern, genau. Das machen wir jetzt mal. Speichern. Zack. Wir haben schon wieder 20.20 Uhr. Die Zeit geht hier immer so mega schnell um. Chronostasi. Jump! Nice. Was haben wir hier? Druidenwissen. Okay. Hört sich interessant an. Und eine neue Mission. Very strange, Kubo. Where have they gone? What's the matter? Three of my brothers are missing, Kubo. I fear they've gone astray in the woods. When did they disappear? 10 days ago, Kubo. Can you help? Will you find our lost friends, Kubo? Natürlich helfen wir. Nur wissen, wo sie sind. Das ist die andere Frage. 10 days? Shouldn't you have started searching for them already? Where did they go missing? I don't know, Kubo. But they are not brave. I don't think they would venture out of the forest, Kubo. Well, I suppose that narrows it down. But how can a Moogle get lost in the first place? You can all fly, right? Just take to the air. And you can find the trail from above. You're exactly right. That's a great idea, Kubo. Why didn't any of us think of that before? We always flutter close to the ground, Kubo. To soar in the sky? I scarce imagine it. Really? Seems like common sense to me. You can fly that high, right? Of course, Kubo. It's just scary to go too high. Ah, never mind. Well, oh, thank you, Kubo. You... All right, got it. Oh Mann, ey, das... Die machen mich auch noch richtig fertig, diese Viecher. Gucken, ob hier irgendwas liegt, irgendwas Interessantes. Das Mokridorf. Dann suchen wir mal die kleinen Racker und auf jeden Fall gehen wir auch noch jetzt, bevor ich es
vergesse. Ich muss es immer wieder zeigen, weil ich es nicht erklären kann, weil ich dafür zu dämlich bin. Da gehen wir noch nicht hin. Aber hier gehen wir hin. Genau hier. Ah, nee, nicht da. Entschuldigung. Hier, genau. In das Eremitenland zur Absturzstelle. Da wollte ich hin. Mit euch. Vielleicht schaffen wir das noch in dieser Folge. Frage ist, wo sollen wir einfach mal hier jetzt in diesem Gebiet einmal reingucken? Oh, na gut, da sind wir jetzt falsch gelaufen, aber ist auch egal. Die Mission können wir immer noch später machen. Ah, guck mal, der brennt sofort. Der fängt richtig Feuer. Das ist nice. Gut, dass wir jetzt endlich mal es gebacken bekommen haben, Feuer auszurüsten. Obwohl die normalen Angriffe immer noch mehr abziehen. Ich kann ja auch mal nachher in meinem schlauen Buch gucken, wo die kleinen Viecher sind. Damit vielleicht nicht zu viel Zeit da drauf geht. Ich würde sagen, damit es für euch nicht so langweilig ist, ich gehe jetzt... Da seht ihr noch einen? Ich will zu dieser Wasserstelle eben noch... Ah ne, die ist ja da drüben. Die ist hier, glaube ich, oder? Oder ist sie hier? Ich guck mal hier. Aber hier könnte doch ein Mogri sein, oder nicht? Was ist denn da? Ne, das ist ein Pilz. Ein Nachtpilz, okay. Weil dadurch können wir jetzt eben noch nicht. Ah komm, wir gucken eben. Komm, das machen wir jetzt noch eben zusammen. So, ich bin schon wieder verwirrt. So. Ich will nur einen kleinen Mogri finden. Es sind nicht einer, ne? Es sind sogar drei, die wir finden müssen. Oh, ein Affe. Ja, zumindest zwei Pilzchen noch. Oh. Hier ist schon ein... Ist das ein Mogri, den wir brauchen? Jawohl. Wenigstens haben wir schon mal einen. Das ist doch was. Found you. You're one of the lost Moogles, aren't you? It's true. I want to go home. But I don't know the way, Koopo. If you flew up above the treetops, you'd be able to find your village easily enough. Above the treetops, Koopo? What a splendiferous plan, Koopo. Except I'm afraid of heights, Koopo. Was passiert jetzt? Hallo? Hallo? Was ist hier passiert? Found you. You're one of the lost Moogles, aren't you? It's true. If you flew up above, except I'm afraid. Was war das? It's all right. I'll give you a hand. Aber was war das jetzt mit dem schwarzen Bildschirm? Sehr verirrt. Nee, verwirrt war ich jetzt, aber verirrte Mogwis haben wir einen gefunden. Nice one, Lightning. Ups, nee, gar nichts davon. Did I overdo it? So. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wenn wir jetzt schon einen gefunden haben, überlege ich, ob wir in der nächsten Folge die anderen Mogwis suchen. Ich kann ja
jetzt, während ich die Folge beende, dann schon mal suchen, aber ich spreche ihn noch nicht an. Und wenn ich ihn gefunden habe, kann ich ihn auf der Karte zeigen und den anderen suchen wir dann zusammen. Dann geht vielleicht auch nicht zu viel Zeit drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Moment ist es, ja gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Story. Wir haben ein bisschen was bekommen mit ein bisschen eine kleine Aufwertung mit dem Mogwidorf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst Bescheid. Also, bis dann. Tschüss.